Dolby. A Treyarch Production. Treyarch. Activision presents Call of Duty Black Ops 2. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play und zwar, wie erwartet, von dem Spiel Black Ops 2. Und ja, viele von euch werden das sicherlich vielleicht schon kennen oder davon gehört haben. Call of Duty ist ja ziemlich bekannt. Und ja, ich werde die Kampagne durchspielen, logischerweise. Und ich beginne mal direkt. Und dieses Mal wird es kein Blind Let's Play sozusagen sein. Wie jetzt zum Beispiel von Halo 4, da ich Black Ops 2 schon mehrere Male durchgespielt habe. Auch auf Veteran schon. Aber das Let's Play mache ich jetzt auf Rekrut, da ich, wie schon gesagt, Spaß beim Spiel haben will. Und wir starten eine neue Story. Sie beginnen eine neue Kampagne, die ihre bisherige Kampagne beschreibt. Möchten Sie wirklich fortfahren? Ja, das möchte ich. Und wir starten auf Rekrut. Viel Spaß dabei. Das Gebäude abriegeln. Wir haben jeden Winkel der Kammer durchsucht. Bis auf diesen Raum. Er ist denn sicher ein Schwachkopf? Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Ein alter Herr. Hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße, Hudson ist aufgetaucht. Hey, ich hab Angst und ich brauch Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. David, warte. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Das ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. So, und das war das Intro.
sozusagen am Anfang. Und ja, jetzt geht's hier zum Missionsbesprechungsbildschirm. Erscheint vor jeder Mission und benennt die Ziele. Die Ausrüstung der Mission kann durch Drücken von Y angepasst werden. Alternativ startet man mit der Standardausrüstung. Sie können auch X drücken, um einen Blick auf Ihre Karrieredaten zu werfen. Genau, und die erste Mission beginnt nämlich gleich und heißt Pyrrhus Sieg und spielt in Angola im Jahre 1986 und unser Ziel ist, Woods zu retten. Und ich ändere jetzt erstmal nichts an der Ausrüstung, das heißt, wir spielen mit einer FAM mit ACOG-Visier und haben als Sekundärwaffe eine M1911. Wir haben eine Granate und eine Blendgranate dabei und als extra das Zugangskit. So, somit Levelstart. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei, schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden, analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und diesen Kerl namens Jones Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Nein! Ich brauche hier Hilfe! Halt durch! Wilson! Savimbi, Sie müssen helfen! Geh kaputt! Für den gibt es keine Hilfe. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. Mörserfeuer! Die MPLA bereitet einen Angriff vor. Wenn sie einen Kampf wollen, dann bekommen sie einen. Bewegung! Yeah! Was gibt's, Hass? Die MPLA-Truppen nähern sich eurer Position, etwa 1 Kilometer nördlich. Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen. Was ist denn, können wir seine Position bestätigen? Sie bringen ihn ständig von einem Ort zum anderen. Wir vermuten, dass Savimbis Leute sich bald melden. Und natürlich ist das Feuer schuld am Tod des Soldaten und nicht der Krieg an sich. Nein, das Feuer. Und da kommen die ersten Feinde. Da kommen sie, meine Brüder! So, und sozusagen beginnt die erste Action, indem wir hier... Ups. Das war unerwartet. Das war irgendwie doppelt unerwartet. Das war doch gerade, hier Gliedmaßen abgedreht. Naja, egal. Ich überprüfe das nachher nochmal. Irgendwie hatte ich das noch nie so gesehen. Vielleicht liegt es am Update oder so. Ich habe die Story seit das letzte Mal gespielt, Mitte November. Und ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier darum, sich vorzukämpfen. Und die Gegner, naja, wie immer in Shootern, zu töten und aufzupassen vor explodierenden Fahrzeugen. So, Kontrollpunkt wäre schon mal erreicht, der erste. Und ich laufe mal nach da hinten, denn dort können wir uns etwas Besonderes schnappen. Nämlich ein paar Mörser. Zwei nimmt er in die Hand. Aber wir haben 6 im Inventar. Und wir nehmen uns die Mörser, laufen einmal nach hinten, vielleicht zur Sicherheit, in Halo haben wir gelernt, nicht zu offensiv spielen, sonst sind wir wieder zu schnell tot, aber auf jeden Fall machen wir hier mal schön einmal Boing und weg sind sie, aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Und da hinten sind noch welche, so, der wäre erledigt. Verdammt, Hass. Sie haben T-62 Panzer als Unterstützung. Du musst sie uns vom Hals schaffen. So, wir holen uns jetzt Luftunterstützung. Schalte die Panzer aus, Hab. Ich will eigentlich mehr reden, aber die erzählen ja die ganze Zeit was. Da weiß ich jetzt nicht. Ja, da weiß ich jetzt nie. Ist ja. Das Gute ist ja, bei Call of Duty ist es vielleicht nicht ganz so elementares Gerede wie jetzt bei Halo, deswegen macht's. Ja, um die kümmern wir uns jetzt. Ich kümmere mich um sie. So, genau, wir kümmern uns jetzt um die MG-Laster und ich wollte sagen, dass es hier vielleicht nicht ganz so elementar ist, das Gerede in Call of Duty. Na, der muss ein bisschen höher.
im Vergleich zu Halo 4 und deswegen macht es vielleicht nicht ganz so viel aus, wenn ich zwischendrin mal reinquatsch. Hoffe ich doch zumindest. Aber ich werde natürlich gucken, dass ich auch leise bin. Also in den Zwischensequenzen auf jeden Fall. Aber bei sowas werde ich mal auch zwischen reinreden. So, wir haben jetzt die MG-Laster erledigt und können uns nochmal Luftunterstützung anfordern. Und haben hier jetzt Raketen und MG, um die feindlichen Panzer zu zerstören. Was, wie man sieht, nicht sehr schwer ist. So, und weiter geht die Action. Wo sind die nächsten? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Genau, ganz schwere Panzer. Wirklich ultraschwere Panzer. Die mit ein paar Knöpflestrügerei sowas von schnell zerstört sind. Karrieredaten aktualisiert. So, und weiter geht die Reise. So. Ich will immer noch das von vorne überprüfen. Hey. Ja, ich steig gleich auf. Ich will nur noch mal schauen. Naja, ist auch egal. Ja, ich komm schon. Weil man doch vorne den Kopf abgetrennt hat, das hatte ich noch nie. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Oder ob das ein Glückstreffer war. So, und jetzt geht's hier zum letzten Vorstoß. Gegen die Gegner. Was natürlich hier ethisch und moralisch vertretbar ist, in wegrennende Menschen reinzuschießen. Ja, zumindest auf den MG-Schützen hier, der ja auch auf uns schießt. Na, weg ist er. Unser Weg zum Sieg hat begonnen! Tod der MPLA! Yeah! Tod der MPLA! Ja, genau, das sind nämlich unsere Gegner. Oder unsere Gegner-Truppe, Einheit, Soldateneinheit, was weiß ich. Die MPLA. Und wir haben den ersten Kampf überstanden. Sabibi! Haben Sie heute viele getötet? Ja! Das haben wir alle! Das haben wir alle! Ja, töten ist was Schönes! Eine gefährliche Rettungsaktion, meine Freunde! Er wird festgehalten von einem Waffenhändler aus Nicaragua! Ein sehr gefährlicher Mann! Etwa 2 Meilen nördlich! Er ist auf einem Transportkahn! Auf dem Fluss Cubango! Er könnte schon tot sein! Los geht's, Hudson. So, und wir müssen nämlich weiter unseren Freund befreien. Und deshalb ist nur die erste Hälfte des Kampfes geschafft. Wer will das schon, in einem Sumpf zu sterben? Niemand. So. Sichern Sie den Laskan und retten Sie Wurz. Wurz sollte da drauf sein. Bring uns Lexat! Verdammt, wird beschossen! Und wir kassieren erstmal einen Treffer. Und nähern uns dem Kahn. Und wir springen ab. Ja, das war nötig. So, weg mit dem. Und weiter geht die Action. Ich meine, wir spielen Call of Duty. Was habt ihr erwartet? Das Spiel ist übrigens ab 18. Das heißt, jeder, der noch nicht volljährig ist, sollte schön das Video nicht anschauen. Das ist böse. So, dann können wir uns hier nämlich auch aus der Kiste wieder was ganz Besonderes holen. Mit unserer Zange da hier schon aufschneiden und was erhalten wir?
Eine Weste. Die kugelsichere Weste schützt vor Explosionsschäden. So. Einmal hier nach oben. Die Aussicht genießen. Wow. So, und da kommt auch schon das erste Schiff. Ich sammle hier aus Spaß nochmal so eine Information ein. Und dann begebe ich mich ans Geschütz. So, und wir können jetzt nämlich hier die Schiffe zerstören. Ja, genau. So, Kontrollpunkt erreicht. Und wie wir sehen, ist das recht einfach hier mit dem Geschütz die Boote zu zerstören. Ich guck gerade nur, ja, ich weiß, dass es noch da ist. Ob hier auf der Seite auch eins ist? Nee, noch nicht. Gut, dann bleibe ich mal an dem Geschütz dran. Ja, weil die kommen auf meine Seite rüber. Und das nächste Patrouillenboot wäre zerstört. So, das fährt, glaube ich, auf die andere Seite. Da können wir jetzt hier, also man kann es ja auch mit normaler Munition zerstören, aber wir haben auch noch zwei Mörser. Aber mit dem Geschütz ist es doch recht schnell und einfach. So, da hinten haben wir nochmal welche. Ja, das machen wir doch schon. So, einmal ins Geschütz und rat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 am bam. Nächste Kanonenboot wäre auch zerstört. So, noch eins auf der anderen Seite. Wie schon gesagt, hier ist Non-Stop-Action. Wie immer halt in Call of Duty. So, und jetzt bekommen wir noch direkten Besuch. Um die kümmern uns wir auch. Leider ein bisschen mehr Munition. So, das war's auch schon. Und wir öffnen nun den Container. Hilf mir mal, Mason. Ziel erfüllt. Oh mein Gott. Ein sehr schöner Anblick. Die Leichen sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Wood? Frank. Da ist er. Frank! Ich bin's. Mason. Was haben die mit ihm gemacht, Hudson? So, und jetzt sollen wir mit dem Hind den Hind mit dem Werfer zerstören. Und der liegt nämlich hier, der Valkyrie-Werfer, den man ja auch aus früheren Teilen, Call of Duty-Teilen kennt. Aber das war nichts, der ist zu weit weg gewesen noch. So, jetzt aber, das gibt's noch nicht. So, jetzt erstmal warten, bis er sich an einer Position gefangen hat vielleicht. So. Der hat zumindest etwas gesessen. So, wir stocken nochmal kurz die Munition auf. Na, genau. Und jetzt hier. Drauf. Das war nichts. Der ist aber auch schnell, der Helikopter. Ach, das gibt's doch nicht. Wie viel Schuss ich schon verbrate hier für den kleinen Helikopter. So, jetzt aber. Zack, bam. Das war's. Helikopter ist zerstört. Ich hole ihn. So. Der Wutz wollte ein bisschen schnorcheln. Aber hat nicht genügend Ausrüstung dabei gehabt. So. Und da geht unser Boot, unser Kahn unter. Und wir schwimmen mit Wutz an Land. Mit seinem Armee-Tattoo auf seinem linken Oberarm. Sehr verwundet. Und von den Zeichen der Zeit getroffen. Gezeichnet. Wir müssen los.